Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen und dann lass das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Guten Morgen. Ich muss ein bisschen leise sein. Es ist relativ früh, 7.30 Uhr. Und die neben mir, die schlafen sicher noch. Aber ich trinke jetzt schon meinen Kaffee, denn ich will heute wandern. Und zwar zu einem wohl richtig schönen Naturwunder oder so. Also einer Felsformation hier an der Küste und da muss ich rechtzeitig aufbrechen. Darum jetzt schon Kaffee, schnell was essen und dann geht's los. Und ihr seid dabei. Und später, wenn ich wiederkomme, packe ich ein und dann geht's ab Richtung Portugal quer durchs Land. Theoretisch sollte die Fahrt mit Autobahn 6 Stunden dauern. Da ich aber ohne Autobahn fahre, schauen wir mal. Wisst ihr, was ich bei manchen Campern lustig finde? Die haben hier einen T5 und der ist innen total schick, so ein bisschen mit wie Laminat ausgelegt, ist bestimmt ein Imitat, aber draußen bauen die sich hier in den Lack, bohren die und bauen sich eine Schiene an, um den Tisch zu befestigen. Ich glaube, das würde kein Deutscher machen, oder? Würdet ihr das machen? Schreibt mir mal bitte. So, das Wandern ist des Müllers Lust. Es geht los zu diesem Spot. Ich bin gespannt. Hier ist eine gute Übersicht. Das ist der Name. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Das ist das gesamte Biotop. Mein Auto steht hier irgendwo. Hier muss der Parkplatz sein. Ich bin jetzt schon hier runtergelaufen. Hier in der Nähe muss ich jetzt sein. Und jetzt schauen wir mal, wo ich ankomme. Keine Ahnung. Ich habe Wasser gefunden. Wenn ich nachher mein Wasser ausgetrunken habe, kann ich das voll machen und zum Abwaschen benutzen. Also der Weg hierher ist bis jetzt easy peasy und hier wurde so ein bisschen für Touristen alles angelegt und da ist auch eine Karte, da, hinterm Baum. Da gucke ich gleich mal rauf. Upsi, von Barfußschuhe steht nichts da. Naja, schauen wir mal. Schaffen wir schon. Ich war schon mal auf dem Gletscher mit Barfußschuhe. Geht. Ah, jetzt sehe ich zum ersten Mal, wo ich überhaupt hingehe. Und zwar dort. Ich habe es einfach nur von Followern bei Instagram empfohlen bekommen. Da muss ich dann hin. Okay. Schauen wir mal. Sowas finde ich so schön. Hier ist so ein kleiner Picknickplatz. Gleich auch mit der Aussicht zum Highlight und vor allem Mülleimer. Perfekt.
Wer hätte das für Möglichkeiten? Es kommt sogar noch die Sonne. Da ist so ein Tor im Felsen. Ah, ich komme schon dichter. Lecker! Feigenbäume am Wegrand, aber man kann nicht alles haben. Die sind noch grün. Oh wow, was die Natur so geschaffen hat. Schaut mal, das Ding hat sogar zwei Tore, hat man von oben gar nicht gesehen. Und ich gehe jetzt da runter und wandere über diese Brücke. Upsi, ich freue mich schon auf meinen Weg dorthin. Gut, dass ich mein Wasser aufgehoben habe. Dü, 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 dü. Jetzt auch mal die andere Seite. Da ist noch so ein kleines Tor. Übrigens, da oben, da wo das Haus ist, ein Stück weiter rechts, steht mein Auto. Jetzt wird es echt anstrengend. Nur noch hoch, hoch, hoch. Und der Rückweg geht dann genauso. Hoch, hoch, hoch. Puh, aber schön. Und wisst ihr, warum es hier so leer ist und keine Massenwanderung? Weil ich einfach früh genug aufstehe, um diese Spots für mich alleine zu haben. Ich glaub's nicht. Ich bin da. Übrigens gibt es noch ein paar Frühaufsteher, wie ihr seht, aber das hält sich alles in Grenzen. Ich finde ja immer ganz lustig, wenn ich hingehe und filme an einen Spot und dann denke ich immer, ach, den Rückweg kannst du ganz entspannt für dich alleine, und auf dem Rückweg hat man nochmal eine ganz andere Perspektive und einen ganz anderen Blickwinkel, und dann fängt man trotzdem wieder an zu filmen.
was da wohl alles so drin schwimmt. Das sieht man hier. Perfekt, oder? So, ich bin auf dem Rückweg ungefähr 1,5 Kilometer noch bis zum Auto. Und die Steigung, die ist richtig. Wow. Das kommt gar nicht so rüber, aber das sind, was stand vorhin dran? 18%? Also, puh. Schaut mal, ich bin zurück. Hier ist mein Parkplatz. Das Ganze hat jetzt 2,5 Kilometer gedauert. Von hier aus ist es auch nicht sichtbar. Das ist da hinten um die Ecke. Und ja, jetzt steige ich in mein Auto ein und fahre laut Navi 7 Stunden in den Norden von Portugal in ein Naturschutzgebiet. Oder ja, schauen wir mal, bis wo ich komme. Oh, Werner steht jetzt ganz allein da. Okay, meine Nachbarn sind schon abgehauen. Wow, kann mich mal einer kneifen, wie schön das hier ist? Ich lasse mal ein bisschen mitlaufen. Und wundert euch nicht, ich futter Chips vor lauter Langeweile. Ich wollte nur mal kurz zeigen, ich fahre jetzt nicht Autobahn, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und fahre hier praktisch stundenlang durch so eine Landschaft, durch schöne Bergdörfer. Und wenn ich Lust habe, halte ich an und vielleicht schlafe ich auch irgendwo, bevor ich weiterfahre. Das ist so schön. Das ist das Vanlife, was ich mag. Hier ist auch überall Müllentsorgung möglich. Hier stehen ständig Müllbehälter. Es sind überall Wasserzapfstellen, die ich finde. Also das ist einfach ein Traum hier, muss man ehrlich sagen. Aber ist es nicht. Ich bin jetzt gerade Serpentinen 1000 Meter hochgefahren. Also ich bin auf 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Und ja, das ist hier halt so eine Hochebene oder ja, schön bunt am Straßenrand mit vielen Blümchen. Schön, sehr schön. Ich muss mal schnell meine Beine ein bisschen vertreten. Das war eigentlich die beste Entscheidung, nicht Autobahn zu fahren, um das Land kennenzulernen. Aber es ist eben echt mühselig, um voranzukommen. Von den 6 Stunden, die so eine Strecke war, habe ich 2 Stunden hinter mir und bin gerade mal so ein Stück vorangekommen. Kommt hier ein LKW. Ich fahre jetzt hier gerade so Serpentinen und soll ich euch mal den Ausblick zeigen? Genial, oder? Ich muss noch mal anhalten. Schaut doch mal. Da hinten, da führt die Straße lang. Und es ist hier niemand. Niemand ist hier. Weit und breit. Es kommt kein Auto, kein Nichts. Ich bin praktisch im Nichts. Aber es ist wunderschön. Und also man kann so... Da fehlen einem die Worte. Ich kann hier so schnell fahren, wie ich will, weil es kommt ja niemand von vorne und ich kann es ja sehen. Also daher unglaublich. Hier sind lauter Windkraftanlagen und da ist wieder ein Schild über 1000 Meter Höhe. Mal gucken, ob ich das ranzoomen kann. Da. Boah, hier gibt es auch so eine Schinken. 60 Euro geht doch eigentlich, oder? Mal einen mit nach Hause, aber nicht auf dem Hinweg. Logisch habe ich wieder mehr gekauft, als ich wollte. Ein Baguette, hier so ein Schinken zum Kosten und ein paar Nektarinen. Lecker!
So, jetzt habe ich erstmal recherchiert. Diese Straße geht 24 Kilometer geradeaus. Also genauso geradeaus, wie ihr es gerade seht. Und in den 24 Kilometern, also jetzt habe ich noch 12, also in den restlichen 12, ist mir jetzt dreimal ein Auto begegnet. Gleich bin ich in Portugal, ein Kilometer noch. Sorry, wegen der beschmierten Scheibe. Es waren wieder viele Tiere unterwegs. Angekommen. Ich bin jetzt im Douro Nationalpark. Der Nationalpark ist jetzt nicht so bekannt, glaube ich. Ich habe den empfohlen bekommen von jemandem von Instagram. Aber dieser Canyon, genial. Das ist der Fluss Douro. Der hat sich hier so ein Canyon gebildet. Und ja, man muss hier auch ordentlich wandern, um hierher zu kommen. Aber es hat sich gelohnt. Ich stehe hier übrigens auf so einem Felsen und man sieht schon richtig, wie die Menschen den Weg gebaut haben auf dem Felsen hier. Gibt es eigentlich Schlangen hier? Bestimmt, oder? Muss ich mal Google fragen. Das ist immer so meine einzige Sorge, war in Montenegro auch. Da gab es tatsächlich einige Schlangen, wo wir waren. In den Bergen, in den Nationalparks. Aber wir haben nur eine tote gesehen. Tatsächlich habe ich auf meinen Reisen bisher immer nur tote Schlangen gesehen. Außer einmal auf Sapi Island im Südchinesischen Meer. Aber die waren nicht mal dicker als mein kleinster Finger. So, und da steht Werner schon. Sieht man das? Da. Hier ist übrigens mein Stellplatz. Mitten im Nichts. Und ich bin auch ganz alleine. Da. Wow. Da steht Werner. Und jetzt muss ich mal gucken, was das hier für ein Häuschen ist. Könnte so eine Wanderherberge oder irgendwas sein? Mal gucken, ob hier was drin ist. Da hinten, da ist der Canyon. Sieht man von hier aus jetzt nicht so den Canyon schon, das Wasser nicht. Aber trotzdem richtig, richtig schön. Oh. Ach Gott, ist ja süß. Der guckt da über die Mauer. Seht ihr den? Kuckuck. Wollt einfach noch ein Stückchen wandern. Da hinten ist dieser Canyon. Ist echt schön hier. Na, mein Freund. Schimpfst du mit mir, wenn ich dichter komme? Hm? Schimpfst du mit mir, wenn ich dichter komme? Oder ach, du magst mich, stimmt's? Ja. Hallo. Ich habe Abendbrot gegessen und bin noch mal hierher gewandert. Mein Auto steht vielleicht 15 bis 20 Minuten von hier entfernt, also richtig schön. Und schaut mal,
Die Sonne lässt die Berge glühen oder die Felsen. Der Douro, der schwimmt hier einfach einmal um die Ecke. Es ist so, so schön. Und mein Plan für morgen ist, Richtung Küste zu fahren. Das sind tatsächlich wieder 4 Stunden. Und ja, der erste Spot wäre Porto. Ich weiß noch nicht, ob ich auf Großstadt Lust habe, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, hat euch das Video gefallen? Sagt jetzt nicht nein. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren.